Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Ich bin der Tomapfel und ich bedanke mich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Da wir jetzt letztes Mal leider nicht so super gut angefangen haben, einmal mit dem, dass die Stadt schon pleite war, sehe ich jetzt gerade, dass ich schon wieder im Minus bin hier. Jetzt sind wir Minus. Sehr geil. Was haben wir denn hier? Eine Kultstätte. Oberbürgermeister Thomas für 9. Ich genieße wirklich das Leben hier in Prärieland. Ja, okay, klingt ein bisschen blöd. Das hier ist eine lebendige, vielfältige Stadt. Es gibt da etwas, was mir noch fehlt. Einen spirituellen Ort wie ein Tempel, eine Kirche, eine Moschee oder einen modernen Tempel. Wenn sie uns helfen, wird der große Schöpfer dies sicher mit Wohlwollen betrachten. Mal schauen. Das Ganze nämlich, soweit, das Ganze ist nämlich unter hier, glaube ich. Andacht, genau. Das kostet mich nichts, ist gratis im Dings, kostet nur mega viel Platz. Ist am Anfang coole Geldmacherei, weil ich krieg 1000 Euro. Das war mal 5000 Euro. Und es bringt, Ding in die Stadt. Ich könnte es direkt gegenüber, nein. Es bringt, wie heißt das? Es bringt das. Nein, falsch. Wie heißt denn das? Das der Grundstücks. Engle. Ja, genau, wenn es an ist. Bringt es, dass der Grundstückpreis erhöht wird. Was habe ich jetzt gedrückt? Anscheinend auf Wasser. So. Wir verdienen das erste Mal Geld. Richtig schön ist das. Also nicht das erste Mal auf dieser Stadt, glaube ich zumindest, dass wir das erste Mal Geld verdienen. Und ich habe hier gerade etwas Ruckler. Das passt, das passt, das passt und das passt zurzeit auch. Aber erstmal Geld, Jungs und Mädels, die da auch rumgammeln. Wie schaut's denn aus? Details. Verfügbare Jobs. Wir haben zu viele Jobs. Ist natürlich anfangs relativ gut. Weil wir es so durch keine Arbeitslosen haben. Aber wir sollten natürlich auch sowas öffnen. Und genau, jetzt kann ich es aber nochmal zeigen hier. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Mittelteil mit reinschneide, aber da hat sich tatsächlich ein Steam-Werbungsfenster geöffnet und dadurch ist die Aufnahme abgebrochen. Tut mir leid. Was, genau, ich habe die Aufnahme hier, könnte jetzt ein kleines bisschen von der Grafik schlechter her sein, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt ein bisschen runtergestellt, weil mittendrin, wenn ich das jetzt reinschneide, dann wisst ihr es, dann war die Framerate ziemlich ungleichmäßig an, bei 20 unten und so, und jetzt ist sie schön bei 50. Jetzt passt alles, jetzt habe ich es richtig bei der Arbeit. Alles barscht hier. Jetzt könnten wir sogar noch eine Müllhalde aufstellen. Nein, können wir noch nicht. Mann, beeilt euch mal ein bisschen. Da, schön im Bau hier, die Häuser. Es gibt Leute, die spielen ja hier gerne auf diesem Gepardentempo. Aber ich spiele eigentlich meistens auf den Schildkröten. Maximal auf dem Lama-Tempo. Wenn ich halt ein bisschen warten muss. Weil, ich habe inzwischen herausgefunden, dass man schafft es, so eine Stadt locker auf eine halbe Stunde hochzuziehen. Ich kann es locker, das alles oben. Wenn man so spielt, ich würde gerne leben, wenn es ein paar geben, wenn man suchen kann. Wenn man so spielt, dann macht man weniger Fehler und baut so, dass es besser funktioniert alles insgesamt. So, dass er wenig wegreißt. Da ist jetzt zwei. Ja, aber da ist er. Nein. Hier gegenüber von der Kirche. Ich habe nicht gedacht, dass die Kirche nichts bringt. Jetzt schon mir ein bisschen anders vorgestellt. Hier einen Gehweg bauen. Bauen wir eine Plaza. Etwas größere Plaza. Ich
gerne. Nein, da hätte ich gern was anderes. Ich hätte drüben gern das eher wohlere Viertel. Haben wir hier nämlich jetzt auch schon mittlere Schicht. Einkommensschicht. Hoffentlich haben wir noch. Ja, wir haben auch verfügbare Jobs. Vor allem der mittleren Einkommensschicht nämlich. Und das wäre dann nämlich genau da. Genau hier die mittlere Einkommensschicht. Oder ist es schon? Nein, ist erst für mittlere. Passt. Und dann hier sieht man es auch schon ein bisschen größere Wohnungen. Hier hinten hätte ich eher gern so ein bisschen das für die untere Einkommensschicht, dann hier so mittlere und dann kommt hier drüben die große Haupteinkommensschicht und dann kommt hier unten. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt irgendwas? Oh, Kohle. Das ist ja blöd, ey. Perfekt, genau da. Ich sogar viel Kohle. Schon haben die anderen Städte was. Hier hat Kohleerz. 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 Keiner hat hier Öl. Also, aber hier lieber dann die Kohle. Dann baue ich hier die Kohle nicht ab. Also nee. Dann spezialisiere ich mich lieber auf was anderes. Und vielleicht auf Tourismus. Also Tourismus zieht halt so wenig Sachen. Da müsste Glücksspiel dabei sein. Bergbau, ja, das andere ist halt alles das andere. Oder ich kann mich wirklich auf Handel oder Elektrotechnik, aber da müsste ich alles einkaufen. Ich werde mich höchstwahrscheinlich hier auf Glücksspiel spezialisieren. Hier, mit ein bisschen Tourismus. Werde ich vielleicht ein, zwei Wahrzeichen bauen oder so. Stadien, so ein Riesenstadion oder so. Aber es kommt noch drauf an, was da hier so alles draus wird. Wir sind schon wieder 104 im Minus. Was ist denn da los? Wir haben keine Arbeitslosen. Schlimm, hier ist eigentlich noch im Bau. Ja, machen wir hier ein bisschen schneller. Bau hochgehen und damit wir wieder Geld kriegen hier. Damit die alle hier einziehen. Sagen Sie für, wie viel haben die denn letzte besucht? Null. Ach, sehr super. Sieht gut aus, ich spare gerade Geld für ein größeres Haus. Ist sehr schön. Jetzt verdienen wir wieder Geld, jetzt können wir wieder runtergehen. Den besucht gar keiner, hey. Der nimmt mir bloß Platz ein, du. Wer wär? Du da. Du könntest ihn noch besuchen, meine Güte. Wenigstens einer wäre dann dorten. Aber nein. Oh, geil. 100. Verdienen wir gerade. Wie schaut es denn aus mit unserer Einwohnerzahl? Der Verlauf sieht sehr, 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 sehr geil aus im Januar. Ja, und dann die Details. Immer weniger Arbeits... immer weniger unbesetzte Jobs. Das ist sehr gut. Was mängelt da denn? Nicht genug Hersteller von Frachten. Ja, wir haben zu viele hiervon. Aber ihr wollt doch mehr Gewerbegebiet. Ach so, nein. Jetzt ist, weil ich die habe, ist jetzt auch die Nachfrage nach einem höher gestellten Gewerbegebiet da. Aber noch nicht das höher gestellte Gewerbegebiet, will ich gar nicht haben. Ich will erstmal hier noch eine Zwischenstraße reinbauen kriegen können. Wobei, nicht ganz da, eher hier. Kostet mich sehr, 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 sehr viel. Da kann ich sparen. Was haben wir denn hier? Mehr Jobs! Was? Mehr Jobs? Wir haben noch keine Arbeitslosen, oder? Da, haben noch keine Arbeitslosen. Die mängeln nur andauernd, weil wir haben zu wenig Kunden. Ja, jetzt auf einmal zu wenig Kunden. Es kommt doch schon genügend. Und warum sollte ich da noch mehr bauen, wenn sowieso schon so viele da sind? Ich würde jetzt gerne hier die Zwischenstraßen anfangen zu bauen. Natürlich nicht geht, weil ich zu wenig Geld habe. Weil dann kann ich hier nämlich schon mal die etwas weiter. Tut mir leid.
Muss die nochmal weg tun hier. Leid. So, aber dann kann ich hier unten die, kann ich da noch ein paar niedrige Einkommensschichten. Ist die gute Aussichtsparkart? Ja, hast du vorher auch schon, oder? Noch nicht weitergekommen. Weil wir jetzt Geld sparen müssen. Wir jetzt mal ein bisschen vorspulen, damit es fürs Let's Play nicht so langweilig wird. Simulons sind der Treibstoff einer erfolgreichen Stadt. Ich weiß, warum die so wenig Kunden haben, weil die alle Tankstellen sind. Ah, cool, das ist wenigstens eine coole Tankstelle, die hat. Ist das Solar? Nein, gar nicht. Aber Tankstelle? Tankstelle, ist das auch eine? Zählen wir mal durch. Eine Tankstelle, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich glaube, ich habe mich ganz sicher verzählt. Plus, minus, eins, also entweder neun oder elf. Neun, sagen wir mal zehn. Nehmen wir das Mittel. Zehn Tankstellen in einer Shopping Mall, oder wie man das nennt. Einer Straße, wo es Gewerbegebietszeugs gibt. Das ist viel zu viel. Viel zu viel. Naja, was habt ihr denn jetzt schon wieder? Nicht genug Hersteller von Frachten. Aber die Dinge steigen. Ja, genau. Nachfrage nach Gewerbe steigt. Industrie steht immer noch diese kleine Nachfrage da. Ja, wir haben ja eigentlich immer noch verfügbare Jobs. Also brauche ich keine Fabrik mehr bauen lassen, die dann rumquengelt wegen zu wenig Arbeitern. Erstmal Geld sparen. Jetzt, wo wir Wasser haben, kann ich endlich duschen. Ich habe doch schon ewig Wasser, oder? Das Wasser läuft noch, oder? Ja, 9,9 passt. Müll, 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 Müll. Wo ist der Müll? 0 von 0. Zurzeit schmeißen sie ihren Müll noch dahin oder dahin. Egal, Hauptsache nicht wohin, wo. Was ich krass finde, ist... Ist mir gerade eingefallen. Man kann ja hier... Man kann hier an der Straße Bäume platzieren. Sich liegender Baum für den Straßenrand. Verschönen Sie Stadt oder Hauptstraßen der Stadt. Also das nimmt nämlich Luftverschmutzung auf. Das ist verdammt cool. Das Zeugs nimmt Luftverschmutzung auf. Kostet mich zwar 50... Aber wir wollen ja hier so ein kleines schönes Wäldchen haben. Vor allem sollte man das hier um die Industrie bauen. Weil die Industrie etwas luftverschmutzend ist. Und dann hier an der Hauptstraße ein bisschen. Und schon ist die Luftverschmutzung bei uns höchstwahrscheinlich etwas geringer. Wo steht denn die Luftverschmutzungskarte? Das hier. Luftverschmutzungskarte. Hier unten ist nämlich riesen Luftverschmutzung. Und des Zeugs wird ja dank unserem coolen Wind alles nach unten weggehauen. Also Richtung in diesen Abgrund da rein. Können wir mal rausschauen hier. Wird alles weggetragen nach da hinten. Weg da zu den Leuten da hinten. Oder zu denen da ein bisschen, weil es ja leicht darüber geht. Aber zu denen da geht's hin. Das bedeutet, sollten wir jetzt da eine Stadt haben, zieht da, wenn wir hier Smog hätten, wäre Smog darüber. Ist das schon Smog oder ist das nur Wolken? Weil dann wären ja nur über unserem Grundstück Wolken. Anschauen. Nein, davon sind auch Wolken. Nein. Hier sind zum Beispiel keine Wolken. Oder da. Boah, das darf nicht wahr sein, dass das jetzt schon der Smog ist, den man so krass sieht. Nee, glaube ich nicht. Das ist einfach bloß eine tiefhängende Welt, tiefhängende Wolke, oder? Oder ist es eine der Naturkatastrophen? Gibt es sowas überhaupt? Ich habe jetzt leider nicht alle. Tornado, Zombieangriff, Riesenechse, UFO-Begegnung, Erdbeben, Meteoriteneinschlag. Nein, steht nichts von saurem Regen oder so einem Zeugs. Mann, verschwinde, blöde Wolke. Was habt ihr schon wieder? Wir haben zu wenig Kunden. Ach, es regnet bloß. Jetzt habt ihr es. Mal schauen. Verschiebbare Jobs 3. Ja, wir können hier hinten ein
paar Kunden bauen. Für die höher. Ja, genau. Für die mittlere Einkommensschicht. Weil die brauchen noch ein paar. Da haben wir noch ein paar verfügbare Jobs hier. Für die hohe haben wir auch noch Jobs, leider. Ich arbeite auch für Hungerlohn. Was ist denn? Also das ist meistens überhaupt nicht korrekt, was da drüber steht. Das ist absolut... Ich bin der Stadt erfolgreich, dass ich bald renovieren kann. Naja, sieht mal, sieht nicht so aus. Also bald meine ich, wenn du da kurz davor bist, aber jetzt nicht so. Wir sind immer noch in zweispurig. Also zwei Teile. Doppelte Geschwindigkeit nach vorne, weil ich Geld sparen will. Die Stadt läuft zurzeit recht schön. Ich muss jetzt nämlich auf Müll sparen. Da unten die Mülldeponie hinbauen kann. Würde ich eigentlich auch gern dahin. Werde ich genau, ja. Da, die verschmutzen ein bisschen den Boden. Dagegen kann ich jetzt leider nichts machen. Aber hier, die Luftverschmutzung kann ich halt wirklich gesagt. Wie gesagt halt. Hier einfach so ein bisschen, wartet mal. So, ausgehustet. Hier wirklich so Böhmchen pflanzen. Ganz viel Bäume. Okay, ich darf nicht so oft klicken, sonst geht Geld aus. Und jetzt wurde ich auf Ding angeschrieben. Steam. Wir haben mehr Energie, als wir brauchen, Bürgermeister. Tag ein, Tag aus, dasselbe. Derselbe. Ich fühle mich schon selbst wie ein Rad. Ja, meine Güte. Ihr wollt unbedingt so viel Abwechslung. Jetzt habe ich euch einen coolen Wald zum Spielen gegeben, aber sie wollen mehr Abwechslung. Wir haben zu wenig Kunden, wie Start da, dann kann ich ein bisschen was abreißen. Da, Stelle, weg damit. Leid für die. Was ist der denn? Warum bist du jetzt traurig? Meine Güte, es war doch sowieso bloß eine andere Tankstelle. Es sind keine Kunden da. Ja, dann kann ich euch ja auch wegreißen. Ha, die freuen sich. Die freuen sich. Ja, da unten die Tankstellen, die hauen uns weg. Da, nochmal Sprit. Warum? Ich will keinen Sprit. Zu wenig Kunden da sind, dann baut nicht irgendwas dahin. So. So brauche ich schnell Müll. Ja, weil wir jetzt schon Mülleimer haben. Das ist nicht gut. Beeil dich mal ein bisschen. Bei 9000 kann ich mir eine Müllhalde kaufen. Aber wieder freie Jobs verfügbar. Zurzeit haben wir... Oh, wir haben Arbeitslose. Hier. Nicht gut. Die werden hoffentlich bei Müllmann. Müllmann muss ja mal nicht eine obere Einkommensschicht, oder? Ich weiß es nicht. Muss man nicht gerade gelernt sein, um Müllmann zu sein, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt keine Müllmänner beleidigen, aber... So. Müllabfuhr. Ja, für Nachbarn verfügbar. Bla 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 bla. Zwei habe ich jetzt. Jetzt habe ich wieder kein Geld. So, jetzt sollten da langsam Leute hingehen. Geschlossen wir schnell Leute ein. Sollten wir auch wieder, ja, über Jobs. Jetzt haben wir auf einmal nur noch einen Arbeitslosen. Weil die jetzt alle neue Arbeit haben. Ja, Information. Die ganz schnell verschwunden ist. So, und die Müllautos fahren raus. Und fangen an, die Müllcontainer zu leeren. Werden wir einem folgen. Sehr schön tutet. Tutet. Nein, nein, voll. Voll. Da rennt rein und holt es. Ja, sehr schön. Sie fahren jetzt wenigstens nicht mehr in so Kolonnen, sondern fahren jeder einzeln zu verschiedenen. Hier sieht man es. Der ist jetzt an dem anderen vorbeigefahren und holt da oben irgendwo den Müll ab. Der holt da unten den Müll ab. Sehr schön. Was machst du da? Hallo? Straßensperre oder wie? Streikste, oder? Haha, verkackt. Jetzt
fangen da schon an zu streiken. Ah nein, die ersten Streiks. Nein, was ist denn mit dir los? Hallo? Oh. Achso, der fährt immer raus und wieder... Mann, ist der blöd, ey. Warum fährt er nicht gleich auf der Innenspur? Nein, er muss immer auf die Überholspur fahren und dann wieder rein. Sowas ist echt dumm. Macht der das auch? Nein, der ist nicht so dumm. So, wir haben wieder verfügbare Jobs hier für die etwas... für die höhere Einkommensschicht. So, naja, das machen wir das nächste Mal. Ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder zugeschaut habt. Hoffe, ihr schaut das nächste Mal auch wieder zu. Und sagt tschüss.